Guten Tag, es geht heute bei diesem Blick ins Labor um dieses wunderbare Gerät hier. Es ist ein Rotary Attenuator, also ein einstellbares Dämpfungsglied. Und zwar hat es eine doppelte Einstellungsmöglichkeit, zum ersten Mal von 0 bis 10 dB in 1 dB Schritten und dann noch von 0 bis 100 dB in 10 dB Schritten. Also man kann jetzt problemlos alle Werte zwischen 0 und 110 dB in 1 dB Schritten einstellen. Das ist extrem komfortabel und natürlich wäre mal interessant zu wissen, wie genau eigentlich dieses Gerät funktioniert. Und das werden wir heute unter die Lupe nehmen. Die Spezifikationen für dieses Gerät sind eigentlich klar, die werden wir uns auch rasch ansehen. Das sieht wie folgt aus, also das Modell ist klar, es ist ein 50 Ohm Teil von JFW Industries, ein amerikanisches Produkt. Hier ist eigentlich noch interessant, also die Frequenz, bei der oder von der in diesem Bandbereich dieses Gerät arbeitet, ist von DC bis 2000 MHz. Das ist auch in etwa immer in diesen Bandbreiten, die ich eigentlich hier zur Verfügung habe. 50 Ohm hat er jetzt, das ist der Range, den wir vorhin gesagt haben, also 0 bis 110 in 1 dB Schritten. Das ist okay. Was wichtig ist jetzt, ist die Genauigkeit dieser dBs. Das ist plus minus 0,3 dB bis 500 MHz. Bis 1000 ist ein halbes, das bleibt dann so ein bisschen oder, das heißt hier oder 4%, welches auch immer größer ist, also plus minus 0,5 oder 3 oder 4% des Wertes. Also 4% von 100 dB zum Beispiel oder 4% von 1 dB. Also wahrscheinlich bei den kleineren Werten haben wir eher die 0,5 und bei größeren Werten dann bei 100 eher dann die 4%, die da zum Zuge kommen. Wichtig ist auch noch die Einfügedämpfung, die ist Maximum 1 dB, werden wir auch überprüfen. Und ab 1000 MHz, also ab 1 GHz, ist die Einfügedämpfung 1,5 dB. Die maximale Leistung, die das Gerät verträgt, ist 2 Watt, das ist im Labor nicht unbedingt entscheidend. Aber es erträgt mal auch einen Peak von 1000 Watt. Also, aber immerhin 2 Watt kann man problemlos auch mal durch dieses Gerät jagen. Ich habe ein Gerät mit einem Stecker und die Lifetime ist auch noch lustig. 500.000 Schritte oder einzelne Schritte kann man machen, solange ist das Gerät noch tauglich oder wenigstens spezifiziert. Wir werden uns jetzt der Live-Schaltung widmen, also ich werde das Gerät mal ein bisschen testen, schauen, wie dieses die Einfügedämpfung ist und dann wie die einzelnen Schritte sich verhalten. Ich kann dies machen, nicht bis minus 110, sondern mit dem zur Verfügung stehenden thermischen Messkopf, den ich habe. Der hat ja einen Dynamikbereich von etwa plus 10 dB bis ja, knapp 30, aber eher 25, minus 25 dB. Und in diesem Bereich kann ich das testen. Das werden wir jetzt gleich tun. So, wir sind nun bei diesen schönen Geräten hier. Hier auf dieser Seite haben wir diesen das schöne der Einfügedämpfer, der Variable mit diesen zwei Nonien. Der Nonius für 1 zu also 10 dB Schritte und hier 1 dB Schritte. Und auf der anderen Seite haben wir das Level-Pegel-Messgerät, das jetzt minus 0,22 anzeigt und das ist die Einfügedämpfung. Ich habe das normalisiert. Der Thermokopf ist angeschlossen, direkt alles mit N-Kabeln verbunden. Die Kabel, die ich benutze, übrigens sind TAL-155, also eigentlich relativ kleine Dämpfung und alles mit N-Steck. Wir haben dann diese Einfügedämpfung, die ist deutlich geringer als eigentlich in den Spezifikationen angegeben. Die kann ja bis zu 1 dB sein. Die Frequenz, die ich eingestellt habe, ist 50 MHz. Was wir jetzt machen, wir schalten mal 1 dB hoch
Und 1 dB mehr gibt 1,21, also sehr, sehr genau. Also die Schritte 2 dB, 3 dB, 4 dB, 5 dB, 6, 7, 8, 9, 10 dB. Also wir sind, die einzelnen Schritte sind extrem genau. Wir bewegen uns immer praktisch bei 0, irgendwas, 0,5 dB innerhalb dieser Einfügedämpfung, die wir zum Start des Tests gemacht haben. Ich gehe jetzt wieder zurück auf 0, auf dieser Seite, und stelle mal 10 dB hier ein beim zweiten Nullus. 10,11, also auch sehr gut. 20 geht auch noch. 1978, ein bisschen ungenauer als die einzelnen dB-Schritte. Hier haben wir doch eine größere Abweichung, aber okay, also wir sind 1979. Wir haben eine Einfügedämpfung von 0,2 dB, also wir sind hier doch schon ein bisschen mehr daneben. Aber Spezifikation ist plus minus 0,3 dB. Also das ist absolut hervorragend, kein Problem hier. Also wir sind innerhalb von den Spezifikationen. Die 30 versuche ich mal, aber die sind eigentlich dann auch außerhalb meines thermischen Messkopfes. Ich weiß nicht, nee, der kommt dann nicht mehr hin. Aber das ist eigentlich nicht zulässig, sondern das ist dann halt der Messkopf, der da nicht mehr mitmacht. 10 dB. Was wir jetzt auch machen können, ist 10, zum Beispiel 15 dB. Also das sind schon ganz interessante Sachen. Also dieses Gerät funktioniert extrem genau. Jetzt sind wir bei 15 oder eben beliebig praktisch. Also 16 dB, 18 dB. Das war's schon. Also ganz kurz mal dieser variable Dämpfer ausgemessen im Bereich zwischen 0 dB und etwa, ja, minus 25 dB. Das ist etwa was meine Geräte hier hinkriegen. Schönen Dank für diesen kurzen Blick ins Labor.